Entweder mach es oder lass es. Aber halbe Sache gibt es nicht. Mach es richtig. Ja. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Wieder von null anfangen. In manchen Momenten fühlt man sich wie ein Außenseiter, wiederum in anderen wie ein Niemand. Ganz verrückte Gedanken kommen dann in deinen Kopf, aber man darf nicht zulassen, dass sie in deinem Kopf bleiben. Wie gesagt, Leute, Fokus auf das Ziel, das ist das Wichtigste. Fokus auf das Ziel. Wenn man das macht, dann gehen alle diese falschen und schlechten Gedanken weg. Und was bleibt ist dein Traum, dein Ziel. Und wir alle haben die Möglichkeit zu kämpfen. Wenn du an die Sache glaubst und wenn du Vertrauen hast, dann entsteht Hoffnung. Und wenn Hoffnung da ist, dann müssen wir kämpfen. Kämpfen und bis zum Schluss kämpfen. Bis zum Schluss gehen. Das ist das Allerwichtigste. Durchhaltevermögen. Ja, Mann. Chabut. Heute den ganzen Tag am Asphaltieren. Die Karre hätte hier und her tragen mit dem Asphalt. Chabut, Mann. Chabut. Mein Tag. Neues Training. Die ganze Erde da muss jetzt da runter. Dann dieses Loch füllen und dann dieses Loch füllen. Ja, Mann. Und gestern habe ich den ganzen Tag Asphalt, kaputten Asphalt von einem Ort zum anderen getragen. Ich habe den übelsten Muskelkater. Aber trotzdem bin ich gestern noch eine Stunde trainieren gegangen. Und das gleiche werde ich heute auch machen. Obwohl ich kaputt bin. Nur so kommt man ans Ziel. Es wird langsam weniger. Jetzt alles schön stampfen. Dann die restliche Erde hier rein. Dann wiederholen wir den Vorgang. Bei diesem Loch, beim nächsten Loch. Wie gesagt, sehr gutes Training. Schaut mich an, sehe ich glücklich aus? Ich sehe kaputt aus. Ich bin müde, Mann. Also wieso bin ich hier, Mann? Wieso gebe ich mir die Scheiße? Wieso gehe ich einfach nach Hause, schlafen oder hol mir eins runter? Weil ich die Scheiße liebe, Mann. Ich liebe den Scheiß. Wegen dem gebe ich mir das. Wegen dem gebe ich mir das. Schaut mal an. Niemand hier, alleine. Schaut, wie spät es ist, sieht man? 20 vor 10. Ich bin kaputt. Die Frage ist, Thermo, willst du dein Ziel erreichen? Ja,
Also, dann mach das, was gemacht werden muss. Auch wenn du müde bist, auch wenn du kaputt bist. Nur so kommst du ans Ziel. Dann heißt es, komm hierher, trainiere noch eine Stunde. Nur so erreicht man sein Ziel, indem man was tut. Wenn nichts tun, erwarten, dass es funktioniert. Das funktioniert eben nicht. Ja, Mann. Weiter. Es regnet, Mann! Das Gute bei Regen ist, man trainiert so sehr gut die Entschlossenheit. Mir doch egal, dass es regnet. Soll es doch regnen. Ist mir egal. Ich mach trotzdem weiter. Nur so werde ich stärker und besser. Einfach weitermachen. Regen, Kälte, stört uns nicht. Einfach weitermachen. Fokus auf das Ziel. Dann nimmt man den Regen auch nicht wahr. Die Kälte, den Schmerz. Man nimmt nichts mehr wahr. Wichtig ist, Fokus auf das Ziel. Einfach weitermachen, Schritt für Schritt. Und Fokus auf das Ziel, Schritt für Schritt. Dann so erreicht man sein Ziel. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schon die dritte Ladung heute. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Sehr gutes Fest. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber Fokus auf das Ziel. Einfach weitermachen. Schritt für Schritt. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Geht weiter. Tag für Tag. Schritt für Schritt. Und so komme ich. Auch Tag für Tag einen Schritt näher an mein Ziel. Einfach weitermachen. Nicht aufgeben. Einfach weitermachen. Thank you.
deine Kopf so krass angeschlagen, sieht man's. Oh shit. Ja, kann passieren. Schaut, wie spät es ist. Sieht man's? 20 vor 6 und ich bin noch hier. Die ganzen Steine muss ich noch verteilen. Die sind schwer, die sind schwer. Und das sind die Hände. So, gerade fertig mit Duschen. Jetzt trocknen, anziehen, dann ins Training. Dann wieder nach Hause, dann wieder duschen. Dann was essen und dann schlafen. Das Tag. Tag für Tag, bis ich die zweite Etappe auch erreicht habe. Ja, das ist keine einmalige Sache, die man einmal macht und nie mehr. Das ist ein Lebensstil. Und dieser Stil wird dann durchgezogen bis zum Schluss. Ja, also.
Böse! Das kommt nicht vom Wichsen. Wenn, wenn, wenn. Schaut, wie spät es ist. Ja, Mann. Schaut, seht ihr die Hände? Das kommt nicht vom Wichsen. Nein, vom Training. Wiederholung für Wiederholung für Wiederholung. Genau so kommt man ans Ziel. Ich will wieder einen Schritt näher an mein Ziel. Das ist sehr gut. Heute war ein sehr gutes Training. So, Training fertig. Gerade angekommen zu Hause. So, wir haben jetzt 11:30 Uhr, ich liege im Bett, gehe jetzt schlafen. Ja, wie gesagt Leute, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber wie ich immer wieder sage, macht das was schwer ist, die wird sehen, euer Leben wird leicht. Denn wenn ihr ständig das macht, was leicht ist, euer Leben wird dann schwer. Es ist hart. Ich bin müde, bin kaputt, hab Kopfschmerzen. Sieht man noch die Beule da? Ah, hier. Ja, Mann. Bin kaputt vom Arbeiten. Bin müde. Aber trotzdem. Noch das machen, was gemacht werden muss. Trotzdem noch rauszugehen und noch eine Stunde zu trainieren. Das macht es eben aus. Es ist nicht leicht. Es ist schwer. Es ist hart. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo mein Leben wieder leicht wird. Dann sieht alles so leicht aus. Dann haben alle das Gefühl, dass irgendwas Magisches genommen worden ist. Dann haben alle das Gefühl, dass ich irgendwas Magisches genommen habe. Eine magische Pille. Aber nein, das ist das Geheimnis. Fokus auf das Ziel. Arbeiten. Und dann arbeiten. Selbst wenn du müde bist, selbst wenn du kaputt bist, trotzdem noch zu trainieren. Und das machen, was gemacht werden muss. Das ist eben das, was es ausmacht. Darum Leute, macht das, was schwer ist. Und ihr werdet sehen, euer Leben wird leicht. Wenn ihr das macht, was leicht ist, euer Leben wird Tag für Tag schwer. Ja, Mann. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.